Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile, Atlas of Worlds. Ja, hier ist der Drago und ich hatte längere Zeit nicht so viel Zeit zum Aufnehmen, weil ich bei Regnum immer auf das Event vom Portal online sein musste. Kann ich beide Spiele on haben und dann auch noch aufnehmen und so. Geht leider nicht. Tut mir leid, aber jetzt kommen wieder mehr Parts. Ich will auch mehr Parts aufnehmen. Und ja, da kann man jetzt eigentlich rausnehmen hier. Hier rein tun. So. Ich habe ein paar, also die Sachen, die wir letztens gefunden haben, habe ich alle identifiziert. Und jetzt schauen wir mal kurz die zwei, also die Sachen an. Es gibt nämlich mindestens zwei, die ich sehr interessant finde. So ein Juwel möchte ich noch nehmen, solange ich nicht andere Juwelen habe. Welches ist es? Genau, diese MF-Items, also MF-Handschuhe. Dann diesen mit diesem austauschen. Da haben wir noch etwas nicht identifiziert. Charge Recovery T. Da ist Fire Damage. Nehmen wir für die. Und der andere ist. Der hat Mana Aftercare. Das ist wichtig. Genau, und etwas wollte ich noch. Den hier. So. Super. Also dann haben wir Bleeding 2. Sehr wichtig noch später. Dann den hier. Gut. Und der Rest verkaufen. Yes. Schön. Also wichtig ist vor allem auch, dass ich... Das ist alles so laut jetzt. Until next time. Irgendwie hat das Spiel immer andere Lautstärke. So. Ich hoffe, das reicht. Ich will es nicht so laut haben. Nein. Ja, das ist gut. Also, dann haben wir das letzte Mal die zwei Götter besiegt. Und jetzt gehen wir rein in dieses Tor, das wir aufgebohrt haben. Beziehungsweise die Bella. Ich glaube, die Bella war es, oder? So. Also, dann machen wir da die Buffs wieder an. Ah ja, etwas wollte ich noch machen. Das muss ich noch kurz schnell holen. Wir haben ja diesen Concentrated Destruction Gem. Den muss ich mal reintun. Dann machen wir viel mehr Damage, auch am Bossen. Hier. Ja, dafür nehmen wir... Das Problem ist, wir haben... Ja, Spell Echo. Spell Echo muss ich... unbedingt leveln. Und etwas wollte ich noch machen. Schauen, ob wir mehr, genug Dexterity haben. So, haben wir das hingetan? Hier. Also. 63 Dexterity machen wir zum nächsten Level rein. So. Und jetzt gehen wir los. Ja, das Spiel ist so genial und ich komme einfach nicht ans Spielen, ans Aufnehmen und das Hochladen geht halt auch lange. Sehr lange. Ah ja, wir haben den Ding noch, genau. So, jetzt schauen wir mal, wie es so geht. Also man merkt, man trifft weniger, das ist klar. Aber wir machen Damage, hä? Ganz viel Damage. Mana-Kosten sind auch höher. Hm.
gut. Boah. So hässlich hier. Also ich, als ich das erste Mal hier reinkam, da dachte ich wirklich, ich müsste leiden, also so richtig leiden. Das ist sowas von hässlich. Weil ich so hässlich ist. Ich kann solche Sachen einfach nicht sehen. So, schauen wir mal hier rein. Was ist das? Ist das auch neu? Ich denke, es sind ein paar neue Sachen hier drin, die ich noch nie gesehen habe. Zum Beispiel Tore gab es vorher nicht. So, Concentrated Effect. Dann gehen wir schneller wieder zurück. Damage. Das ist doch toll, wenn man Damage macht, oder? Aber dann habe ich noch mehr Mana-Probleme, wenn ich dann der Greater habe. Oh je. Nein, nicht. Nein, 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 nein. Was ist denn das? Heftigst. Wir haben kein. Ah, der letzte war Antifreeze, stimmt. Ich konnte ja gar nichts machen. Wieso friesen die auch noch, wenn sie explodieren noch? Also beide Mods drin haben. Boah. Das war jetzt wirklich unfair. Ich gehe mal geradeaus. Oh, da haben wir so einen. Aber es geht wahrscheinlich nicht zusammen, hä? Ne. Schade. Also ich muss wieder merken, jetzt habe ich wirklich 3 Tage nicht mehr aufgenommen. Hatte noch ein paar Parts übrig zum Hochladen, aber ja. Das ist, wenn man so andere Spiele spielt, die extrem viel Zeit kosten. Weil man will ja auch etwas zeigen können. Jetzt möchte ich. Gut, danke. Boah. Ich möchte dieses Dexity haben. Mann, es ist nichts in der Nähe. Ja, wenn nichts in der Nähe ist, können wir es ja nicht machen. Ich dachte, ich hätte das nicht. Als irgendwie Ex. Da als Dexterity. Sollen wir das kurz nehmen? Komm, wir nehmen es kurz. Im nächsten Level haben wir es dann. Wir können alles wieder rausnehmen, das ist kein Problem. Wir finden so viele Orbs. So. Da haben wir noch einen gelben. Schön. Looten wir? Nö. Die lassen uns bluten, die Großen. Was sind das eigentlich? Das sind ja keine Spermien, das sind Blutkörperchen oder so etwas. Gefällt mir voll etwas hässlich. Spermien wären gut, das Gegner. Da ist. Hässlich. Also. Ich habe gestern, also für mich gestern gemerkt, dass ich nicht im Vollscreen und so aufnehmen kann. Dann werde ich wahrscheinlich Fensteraufnahmen machen und im Vollbildmodus spielen. Und ich werde wahrscheinlich jeden Abend dann um 22 Uhr dieses Spiel aufnehmen. Das ist genug spät für
Ja, vor allem für die Kinder und so. Ja, okay, der Ding, YouTube hat ja auch keine Probleme damit. Ach gut. Aber eben, ich möchte ja eigentlich Regnum an den guten Zeiten aufnehmen. Das ist auch das beliebteste momentan. Ja, wenn Path of Exile beliebter wird natürlich, dann kann ich das auch vermehrt streamen. Ich will ja eben den meisten Leuten etwas Schönes zeigen, bieten. Da kommen wieder diese Missgebildeten. Was war denn das für ein Schreck? Oh je. Ja, ich hoffe, dass es nicht zu laut ist. Weil, ich sollte noch ein bisschen... Es nervt mich halt einfach ein bisschen in den Ohren. Ihr hört es nicht so laut. Wie ich, aber trotzdem ist es so nervig. Irgendwas macht das Spiel. Keine Ahnung. Hat irgendwie Probleme mit meinem Headset oder sonst irgendwas. Aber das Spiel verändert immer die Lautstärke. Also der Hebel, der wird nicht verändert, aber die Lautstärke wird immer verändert. Keine Ahnung, was jetzt los ist. Nicht der Balken, nix. Wie viel kommen hier noch gelbe? Schrott. Aber wieso macht Bluten mehr Schaden, wenn man läuft? Wegen der Bewegung? Können ja Blutete auch nicht laufen, wenn sie... Ja, ein komisches Spiel. Wahrscheinlich haben sie es einfach als ja, ein bisschen besseres dass man einfach ein bisschen taktischer spielt oder so. Auf jeden Fall komisch. Ja. Also ich könnte auf jeden Fall ein paar Fähigkeiten noch ein bisschen besser machen. Ich habe auch sehr viel Erfahrung mit Action-Rollenspielen. Aber mein Traum ist es, wenn es mehr Spiele gäbe, die realistischer sind, also die ja so richtig taktisch, ja nicht, ja ich mag taktisch nicht so, wenn Spiele zu taktisch sind, mag ich es nicht. Sie sollten einfach realistischer im Allgemeinen sein, so ein bisschen aber alle realistischen Spiele sind mir zu langsam. Also im Real Life war alles sehr actionreich. Aber jedes realistische Spiel kackt mich ein bisschen. Was ist denn das? Wo ist der Ding? Half nicht so gut. Was ist denn das? Kannibalgrip hat er zusammen. Oh. Wow! Bist du ein Dropper? Kill a possessed mo. Aha! Wegen dem. Ding. Prophecy. Wegen dem Voraussehen. Cool. Krass.
Ist immer noch gewaltig laut. Irgendwie bleibt das so laut. Okay, jetzt kommen wir zum Bowels of Beast. Me, da ist ja wieder Petey! Petey! Das ist tödlich. Ich mag diesen Kampf. Also das erste Mal, da bin ich drin gewesen. Drin geblieben. Ich wollte Petey töten. Und hab's nicht geschafft. Ganz knapp. So war Petey ungefähr. Our mistakes can be our greatest achievements. Für mich ist das viel zu laut. Es ist heftig. Was ist denn? Dialog ist zu laut. So. That's twice I've underestimated. So, danke schön. Dann gehen wir runter zu dem Harvest, also dem Sammeln. Sammelsorium des Bösen. Cashew-Nüsse sind die besten. Muss ich zwischendurch eins essen. So. Aber leider sind sie sehr bröckelig und nicht gerade gut zum zwischendurch essen. Weil sie immer lange im Mund bleiben zwischen den Zähnen. Oh je. Aber wer depressiv ist oder sonst irgendwas hat, psychische Probleme, der sollte Cashew-Nüsse essen. Auch wer sich nicht so gut fühlt, fit. Das hat sehr viel gute Vitamine drin. So. Aber leider ist es teuer. Ja, ja. So, wir gehen zuerst zu den zwei. Der andere Weg hat einen Boss. Wir müssen nämlich drei Organe sammeln von den Bossen für den Weg zu Malachi. Malachi ist ein böser, starker Boss. Ein Gott. Und ja, nicht gerade fair. Den machen wir jetzt in diesem Part noch. Als Bonus für die für den Tag ohne Puff of Exile. Oh. Da haben wir schon mal die Dodre. Dodder, komm. Du Dodder. Aus diesem blauen Kreis werde ich hier weggehen, rausgehen. Also, ihr habt gleich Slow Motion, also Temporal Chains. Und ja, eigentlich immer in Bewegung bleiben. Aber eben aus diesem Kreis weg. Da ist sonst ja auch viel mehr Schaden bekommt, weil ihr nicht mehr den Schossen ausweichen könnt. Boah, jetzt spackt der rum. Der wurde auch irgendwie ein bisschen verstärkt, habe ich das Gefühl. Wow, Mann, oh. Boom. Die Lungen haben wir. So. Ich sehe, der Part ist gar noch nicht so lang, also es könnte wahrscheinlich nicht länger werden. Aber, ja, ich werde ja mehr hochladen, sonst könnte ich ja nicht mehr so viele hochladen. Was wie Introducted New Macro Translation? Diese Werbung immer.
Der Lightning Arrow ist cool. Aber völlig nicht gut zugute, sozusagen. Wir haben hier noch die Boots. Footprints, also Boost, dann haben wir hier noch Firestorm, habe ich noch rausgenommen letztes Mal. Shock Nova. Okay. Dann war es der Caustic Arrow, den ich meine. Der sah nämlich überhaupt nicht. Auch Acid Magma Orb war nicht so. Und diese kann man ja gar gleich diese Bärenmaske anziehen und so. Das ist jetzt recht unnütz. Der Shop wird zwar immer gelobt, aber ich verstehe nicht, wieso. Die Sachen sind hässlich wie das letzte himmlische Kind. Nein, einfach mir nichts wert. Nicht mal ganz wenig Geld. Aber ja, manche sind halt zufrieden, wenn sie wenigstens etwas ausgeben können. Und nicht müssen. So. Nächstes kleines Körperteil. Entrails ist. Sieht das wie die die Niere oder so. Sieht irgendwie aus wie die Niere. Keine Ahnung, was das auf Deutsch heißt. Schattenzepter. Ist jetzt wieder dieses, ey. Stirbt nicht immer. Cast when damage taken. Nehmen wir mit, haben wir zwar im Kiste paar. Zweimal. Aber nehmen wir mit. So, jetzt. Schneller. Ah, danke. Ich finde das einer der besten Schreine. Wenn man die Gegner verlangsamt. Ist nicht recht nett. Also im Nahkampf wunderbar. Also gegen Nahkampfgegner. Die schnell sind. Was ist denn das schon wieder? Habt ihr gesehen? Der hat noch viel Leben und plötzlich hat er null Leben gehabt. Also manchmal habe ich das Gefühl, ich mache extreme Schadensspitzen. Wahrscheinlich mit Crit. Macht zwar weniger Krits, aber die machen Schaden. So, dann haben wir die Arena. Ja, du. Kill mich nicht. Was ist das? Ganz komplett neu? Okay. Nein, nein, nicht ganz. Also die Bodensplitter, die sind halt. Aber sonst ist du komplett neu. Schön, schön. So. Was haben wir so? Da. Nehmen wir mit. Okay, jetzt können wir eigentlich zurück. Wir müssen hier nicht links noch herum. Also, was haben wir jetzt noch? Das Herz. Die Herz, die Lunge und das Gehirn? Sieht nicht nach Gehirn aus. Was ist denn hier? Kommen alle aus diesen komischen Bäumen raus. Also die Entwickler waren hier ein bisschen crazy. So. Yes. Dann schauen wir mal ein, was wir haben. 13 Intelligenz.
Ja, 20. Das ist besser, ne? Cold Damage, schon gut. Aber nicht Schwert. Für uns. So. Bye. Dann haben wir die Orbs, kommen hier rein. Da und da. So, schauen wir mal. Der Uvation Totem. Ja, komm. Was haben wir? Flammability. So. Gut. Machen wir Lightning Warp hier rein. So. Und die hier. Oh. Was ist das jetzt? Evasion Rating. Accuracy Rating. Accuracy. Okay. Gut. Dann machen wir mal. Offscreen, dann gehen wir los und töten diesen Malachi. You've come such a long way since we first met in Axiom Prison. Aha. I was that Schwester. Gut, wird knack, also wird sehr viel Tote. Ja, okay, ich wurde auch viel besser. Ich hatte das immer irgendwie auch ein bisschen falsch gemacht. Weil ich immer zu nah war und immer dieser Tod ist. Ja, ich seh jetzt dann, was ich meine. Der da. Gleich mal einsetzen. Ich bin eben nie. Ich bin nie sehr zäh. Ich bin eigentlich immer Glass Cannon Builds am Machen. Oder mach die Builds zu Glass Cannon. Und ja, das werde ich in diesem Let's Play natürlich ein bisschen weniger machen. Dann habe ich diesen Bild ausgewählt. Dann muss nicht unbedingt sehr stark sein. Genau, schaut euch diesen Damage an. Ey, Gott, oder? Also sie heilt ihn immer wieder. Dann müssen wir sie töten. Weil sie ja verflucht wurde, sozusagen. Ja, und jetzt stirbt sie, die Arme. This is what I get for trying to be a bloody hero. Oh. Süßes Peachchen. Ja, ja. Hier ist das mit dem Heilen übrigens. Aber sie tut irgendwas machen beim Verstärken oder so. Mussten ihn sie töten. Und jetzt müssen wir so viel wie möglich ausweichen und so. Einen haben wir besiegt, ein Herz. Das andere kommt, sobald er darüber geht, nach links. Ah, ist noch schwarz. Ja, genau. Töt mich doch, du Arf. Hässliches Tier. Was machst du jetzt? Ah, jetzt. Genau, jetzt müssen wir wieder. Jetzt heilt es sich wieder. Jetzt müssen wir wieder dieses Herz töten. So. Gut. Dankeschön. Und hier auch. Bisschen Schnitzel. Weiß noch nicht. Wir müssen ihn immer zuerst runter machen, bis fast tot.
muss ein bisschen sparen mit den Heiltränken. Wieso? Komm jetzt. Ja, jetzt. Haha, du Idiot. Jetzt wird es natürlich viel schwerer. Aber ihr seht, wie gut ich schon bin. Wie defensiv ich meinen Charakter schon habe. Und wie taktisch ich überhaupt schon bin. Natürlich bin ich nicht so gut wie andere. Vor allem Streamer und so. Oberprofis, aber. Ich hätte niemals gedacht, dass ich da überlebe. Gut, er macht wirklich wenig Schaden. Sonst hat er mich manchmal mit dem ersten kleinen von diesem Tentakel nur ganz wenig, da hat mich schon one-hittet. So. Ja, und jetzt? Was passiert jetzt? Jetzt können wir hier reden. Ja, ja. Ui. Gut, der muss ich ja reden. Sie will uns nichts sagen. Der hat wahrscheinlich alles gekauft. Der hat den Helm sogar noch, wo er physischen Schaden mehr macht. Wahrscheinlich ist ein physischer EK, nein, nicht EK. Irgendwas einfach mit physisch Bild. Oder hat es einfach kein anderer Helm. So, ja. Das war's mit dem Spiel. Aber wir gehen natürlich, wir hören nicht auf, gehen natürlich in Richtung Cruel. Und hier wird's besonders cool. Ich finde Cruel einfach optimal balanciert. Weil die Gegner immer eine Herausforderung sind. Bei Merciless werden wir dann auch Selfhand wahrscheinlich zu stark sein. Und trotzdem werden wir sterben, weil es einfach unbalanciert ist. Ganz schlecht balanciert, also wirklich. Dazu sage ich sonst nichts. Hier hat es natürlich, wie bei Diablo 2 und so, Gegner, die von anderen Gebieten sind, noch drin. Zum Beispiel hier die Skelette, die waren ja am Anfang nicht dabei. Gastmonster nennt man die. So. Also. Mein Ziel ist es jetzt, Quell durchzuraschen. Richtig zu raschen. Das heißt aber nicht, Gegner auslassen, so Speedrun zu machen oder so. Einfach. Nicht jetzt irgendwie ablenken lassen mit Quests, die wir nicht brauchen und sonstige. Und damit wir einfach so schnell wie möglich Maps machen können. Und dann mache ich wieder ein bisschen langsamer. Ich genieße dieses Atlas of Worlds. Dieser Atlas, der uns ja ganz viele Besonderheiten gastiert. Und da hat jemand dieses chinesische Ding wieder. Ja, manche Spiele haben zu viel Geld. Gut, ja. Ich nehme immer Lightning. Weil es am meisten Schaden. Oh, krass. Das ist mal geil. Heftigst. Was heißt im Screen raus? So, jetzt. Greetings. Und zwar noch die anderen identifizieren. Nö. 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 Diesen Schrott, den Malachi wirft. Und die anderen vorher. Heftig. So. Da.
Wir haben gleich ein Level, das ist sehr gut. Machen wir noch kurz. Und danach geht's ja, im nächsten Part weiter. Mal schauen, wie lang der Part wurde, aber wahrscheinlich schon ein bisschen länger. Und wenn er zu kurz ist, mache ich ja, jetzt auch nicht länger. Dann bekommt ihr sogar noch früher. Gut. Naja, YouTube Probleme hat mit längeren Parts. Oh, die Krabben sind wieder hier. Ja. Und Flammenhunde. Hündchen. Gehen wir mal kurz zu dieser Flammenlady. Jetzt haben wir wahrscheinlich die Essenzen mehr später wieder. Gucken wir mal. Was ist das für ein? Sehe ich gerade von voller Feuer nichts. Hä? Ah, der hier. Physische. Das ist Ancestral Protector, glaube ich. So, jetzt mal schauen, ob wir das nehmen können. Ja. Gut. Schauen wir mal. Krass. Okay, wir machen sehr viel weniger Damage. Aber, ja, müssen ihn halt leveln. Wo ist jetzt diese Flammenlady? Da haben wir sogar noch diese. Okay. Das ist ja mal so geil zum Spielen, wenn es so viele sind. Krass, Respekt, Mann. Wir können später sogar zwei von den Golems nehmen. Müssen aber da etwas skillen, glaube ich. Keine Ahnung. Wurde irgendwie geändert. Also wurde verändert in diesem Patch. In diesem Add-on. Ja, easy peasy. Easy peasy lemon squeezy. So. Also, Dankeschön fürs Schauen. Wir sehen uns im nächsten Part vielleicht wieder. Ich freue mich darauf. Auf Wiedersehen. Tschüss. Hat Spaß gemacht, den Bus. Ja, tschüss.